Und ein Stern ist nichts anderes als ein Riesenball voll Gas. Die Bibel ist eine pluralistische Schrift, die kein Problem hat mit unterschiedlichen Konzepten. Trotz Beweise für die kopernikanische Lehre, so hört man, wurde Galilei von der Kirche wegen Ketzerei angeklagt und verurteilt. Sie hatte auch die Vorstellung, dass Außerirdische entweder niemals eine Religion hatten oder ihr entwachsen sind.